Also Herr Schanz ist ein recht zurückhaltender Mensch, der aber, sobald er in Aktion tritt, seine Kompetenz und sein breites Basiswissen auch nicht zurückhalten kann. Wir haben gemeinsam die Stuttgarter Klärwerke entwickelt, weitergeführt in die Zukunft. Strategische Aufgaben sind wir angegangen. Ja, und das hat letztendlich halt auch dazu geführt, dass er dann irgendwann zum Amtsleiter Landeshauptstadt Stuttgart geworden ist und ich ihn im Bereich Stadtentwässerung Stuttgart dort unterstützen darf. Er hat vor allem die Eigenschaft, dass er bereit ist, sagen wir, mit einem gewissen Weitblick sich auch mit Themen zu beschäftigen, die jetzt noch nicht heute aktuell sind, wo man aber mit einer gewissen Sensibilität davon ausgehen kann, dass sie aktuell werden. Und dann haben wir dieses Kompetenzzentrum Schmorenstoffe gegründet, das mit der DWA Baden-Württemberg gemeinsam getragen wird. Und da gab es für ihn überhaupt keine Diskussion, dass er sich da in einer aktiven Rolle einbringt. Und es ist wirklich sehr gut gelaufen, läuft auch bis heute sehr gut. Unsere Aufgabe im Landesverband, rein von der fachlichen Arbeit als Verbandsgeschäftsstelle, die im Wesentlichen dem Erfahrungsaustausch der Mitglieder dient, eine Entwicklung zu nehmen hin zu einer Plattform für den Wissenstransfer und Technologietransfer. Ja, kennengelernt habe ich den Herrn Schanz intensiver seit dem Jahr 2003 auch, seitdem er gewählt worden ist als Landesverbandsvorsitzender, weil in diesem Jahr habe ich meinen ersten kommunalen Erfahrungsaustausch für den Landesverband der DWA organisiert und geleitet und haben dann im Jahr 2013 eine Umstellung des sogenannten kommunalen Erfahrungsaustausches auf Dialogforen umgesetzt und da war er immer als Ideengeber mit dabei und hat dafür gesorgt, dass die Veranstaltung auch im Wandel unserer Zeit und Schnelllebigkeit eine interessante Veranstaltung bleibt. Ja, im Wesentlichen war es seine Unterstützung für unsere Nachbarschaftsarbeit, die wir da haben, ganz aktiv eben, wenn es darum ging, unsere Lehr- und Obmann-Tagung mit vorzubereiten, sie aktiv mitzugestalten als Redner, als Moderator. Wofür ich ihm dankbar bin, ist das, dass er uns großes Vertrauen gegenübergebracht hat. Er hat uns arbeiten lassen, hat sich aber eingebracht, da wo es notwendig war, das notwendige Fingerspitzengefühl gehabt, zu sehen selber, wann es notwendig ist, sich einzubringen und ansonsten uns immer die Unterstützung hat zuteil werden lassen. Also das Thema, was uns zusammengebracht hat, war ein gewisses gemeinsames Interesse der ordnungsgemäßen Wasserwirtschaft, nämlich die Überwachung der Hausanschlüsse, über die das Abwasser aus den Gebäuden in die öffentlichen Kanäle übergeben und abfließen soll. Und daraus ist eine Arbeitsgruppe entstanden, die heißt GEA Netz. Und in dieser Arbeitsgruppe haben wir unter Leitung von Herrn Schanz das Projekt jetzt seit 10 Jahren in Sachbearbeitung. Themen mit dem Herrn Schanz ist natürlich, sagen wir, die Strategie der Abwasserbeseitigung in Baden-Württemberg, weil es uns natürlich da wichtig ist, dass wir uns nicht Dinge ausdenken, die abseits jeder Realität sind, die überhaupt nicht praxisrelevant sind, vollzugsrelevant sind. Wenn wir da irgendwelche Notwendigkeiten sehen, da spricht man mit ihm, diskutiert darüber, wie kann man das jetzt in Baden-Württemberg mit der Vielzahl der Betreiber von Kläranlagen auch umsetzen. Da gibt es überhaupt kein Thema. Die DWA Baden-Württemberg, Schanz, die steigen da einfach voll drauf ein. Die Zusammenarbeit war sehr kollegial gekennzeichnet auf Augenhöhe. Er hat uns immer persönlich, fachlich begleitet in einer Art und Weise, wo wir von profitiert haben, wo der Verband letztlich profitiert hat. Und durch seine Persönlichkeit hat er das Amt im Besonderen auch ausgefüllt. Er ist sehr praxisorientiert, er ist so vollzugsorientiert. Wie gesagt, den hohen Sachverstand, der ist zu loben, er ist kommunikativ, er ist, hat Überzeugungskraft und das kommt natürlich unserer Zusammenarbeit sehr entgegen. Und ich wünsche ihm beim Ausscheiden aus dieser Aktivität natürlich nochmal herzlichen Dank. Und für die Zukunft, die er uns ja weiter in seinen anderen Aufgaben erhalten bleibt, weiterhin das gleiche Engagement, vor allem, dass er gesund bleibt. Herr Schanz, vielen Dank für Ihre aktive Begleitung unserer Kläranlagen-Nachbarschaften, für Ihre Unterstützung, für unsere wichtige Arbeit, die wir gemacht haben. Heute ist es soweit, dass Sie uns als Landesverbandsvorsitzender verlassen. Darüber bin ich natürlich sehr, sehr traurig. Andererseits bin ich froh und glücklich,
dass wir noch gemeinsam die Geschicke der Stadtentwässerung Stuttgart leiten dürfen und das hoffentlich noch viele Jahre. Ja, lieber Wolfgang, ich wünsche dir, dass du, auch wenn du nicht mehr Landesverbandsvorsitzender bist, regelmäßig die Veranstaltungen der DWA in Baden-Württemberg besuchst und wir uns dort treffen können. Lieber Herr Schanz, ich danke Ihnen für die vertrauensvolle, angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen für die nächsten Jahre Ihres Berufslebens viel Erfolg, auch in Stuttgart 21, und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Arbeit in der DWA mit dem kommunalen Erfahrungsaustausch einfach so erfolgreich war. Ich wünsche Ihnen für Ihre weiteren Jahre Gottes Segen. Vielen Dank, Herr Schanz.